So, und damit willkommen zum nächsten Spiel Argentinien-Südafrika. Wir sind in Gruppe C. So, die Kommentatoren sind nicht Wolf Fuß und Frank Buschmann. Kommentatoren sind doch andere. Ja, aber jetzt geht's los und macht die Kommentatoren wieder an. Aber komm, die waren im letzten Spiel wirklich nervig. Argentinien gegen Südafrika. Deshalb mache ich es so nicht Schauen so wir mal die laut, heutige Aufstellung von wenn ich Argentinien. die dann Schauen wir uns mal an, über ihre Formation. hören. Sie werden in die 4-3-3 So, formieren. Argentinien, Spieler an Südafrika. der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf Ja, zu Südafrika gibt es wirklich in FIFA 18, wer hätte es gedacht? Jetzt könnte es gleich gefährlich werden. Südafrika hatte Einwurf ja jetzt. die WM 2010 im eigenen Land gehabt. Im Korrekt, 2010, korrekt. da wurde ja Spanien das erste Mal Weltmeister nach einer sehr, Korrekt. sehr schwachen Gruppenphase von ihnen. Da kann er ihn stoppen. Messi jetzt. Ja, das weiß ich noch. Da Higuain sind wir Bale. auch im Halbfinale rausgeflogen gegen Spanien. Wieder Eins-null klassisch. haben wir verloren. Wieder klassisch. Dann Spiel um Platz 3 hat dann Deutschland gegen Uruguay gespielt und da haben wir 2-1, 3-1 gewonnen oder 3-2. Sympathisch, ne? Da reicht der Name. Es war schon etwas länger her, aber so in dem Messi Dreh an rum der haben wir Seite. bestimmt Vinicius gewonnen. wieder das Genie nimmt. Natürlich die Qualität zeigt. Wird das seine Torchance? Ja, Südafrika Abwehr hat aufgepasst. ist. Jetzt Banega. Oh, kam die weiter? Nee. Di Maria mit dem Ball. Afrika ist. Passt er direkt gut gemacht. Die Argentinier mit dem Einwurf. Ist bei dem Vor. Bei dem Vorrunde Di Maria. rausgeflogen. Banega. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Ach ja, Wieder die bei WM Spiel. 2010. Einer der schönsten, wie ich finde. Aber komm, Banega. so gefühlt war Higuain. jede WM besser als die Vinicius. von Vinicius. 2018. Die von 2018, die war so verdammt defensiv. Jede Mannschaft hat irgendwie Das fast könnte nur gefährlich werden. verteidigt. Da hat das Sehr guter Spiel. Einsatz. Das einzigste Spiel, was Higuain. mir gefallen hat, Di Maria. bei der ganzen WM Di Maria im Dribbling. 2018, Messi. war ein Vorrundenspiel. Und Oh, Gruppe das ist B, aber doof. Portugal gegen Spanien, das 3-3. Das war mega, Higuain mit zuerst dem so Jubel. 1-0, dann 1-1, dann 2-1. 2, 2, 2, Di dann Maria. 2, 3 für Spanien, dann Den Sieg. Freistoß Macht das ganz sicher. und Ronaldo trifft da zum Ecke kommt 3-3. rein. Ecke kommt rein. Di Maria. Habe es Da war leider keine nicht Bewegung. live Oh, war das gesehen. knapp. Da war einfach zu wenig Wucht dahinter. So kann der Nur Ball so schnell die kommen. Zusammenfassung noch ein paar Szenen. Zum Wurf. Aber das Spiel, es war einer der besten. Natürlich so als Fan, Nun Enzo Perez. ja, war natürlich für mich das Finale am besten mit dem 4-2-Sieg von Frankreich Abwehren, aber der Ball war wieder gegen spielbar. Kroatien. Die Möglichkeit zu flanken. Aber Das Kroatien macht hat der sich Spieler. da aber wirklich dumm angestellt, muss man Messi, wenn sagen. der Ball reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber der Natürlich, Ball es war geht klar, dass hoch und der Frankreich Ball steht gewinnt, auf aber Papier. so hoch. Relativ hilflos, was sie da Hätte machen, jetzt aber klar, niemand auf diesen Druck gibt alles. gedacht. Und jetzt die Maria auf dem Flügel. Banega. Ball bei Higuain. Higuain, Tor. Pfosten geht der Ball ins Tor. Mega, oder?
Ja, unhaltbar. Hick. Hickwein. So, Führung für Argentinien 1-0. Glaube ich abzusehen. Es gibt ja so Prognosen, wo man möglichst nah das Endergebnis errät. Und da ist schon das 2-0. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Da hat er den Doppelpack. Higuain. Also es war aber auch ein Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen. Also es gibt ja so Prognosen, wo man möglichst das Ergebnis errät. Ich hab sowas in der Art wirklich vor. Nur startet das dann erst bei Spieltag 2. Das macht er gut. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Nein, zu schwach. Hier zu schwach. Schade. Beruhigt euch, kein Foul. Higuain macht Taiwan an Konkurrenz. Ich hab den schon drin gesehen. Ah. Romeo, noch gar keine Parade gehabt. Ja, moin. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Das könnte eine Gelegenheit werden. Oh, stark. Ah, Ecke gibt's aber noch. Komm, Ecke. Messi. Schade. Ich glaube, jetzt geht's in die Pause. Pause? Pause. Bleibt denn die Pause? Jetzt. So. Spiel fortsetzen. War nicht eine Pause. Argentinien führt hier aktuell. Higuain führt hier den Ball. Messi. Nein. Zungo. Da kann er sich den Ball holen. Messi. Banega macht's. Banega. Sogar richtig getrieben. Ja, aber was war denn zu erwarten? Argentinien, Südafrika. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Afrika. Das gibt einen Einwurf für Argentinien. Einwurf geben. Perez. Und Higuain.
Higuain! Stark! Higuain braucht jetzt nur noch einen Treffer und dann... Dann hat er Taiwan dann überholt. Zuerst mal RIP Südafrika. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Oh, hast du noch? Nein. Wollte ich so einen tödlichen Steilpass machen. Oh, stark. Schade. Ausgeglichen, offensiv. Ah, gehen wir mal die Sache offensiver ran. Wochen etwas weiter aus. Kaum totaler Angriff. Ist vorbei. Gentinium im Angriff ist, dann ist alles vorbei. Wollt ihr den totalen Angriff? Ja. Wollen wir hier. Okay. Ja, offensiv. Ja, komm, ausgeglichen. Auf. Auf geht's. Ich merke auch, dass wir noch gar nicht ausgewechselt haben. Ja, ich werde hier weggeboxt, Mann. Schiedsrichter ist im Weg. Los! Oh! Nein! Behalt doch mal den Ball! Netter Versuch! Starker Auftritt von Higuain, aber schwacher von Messi. Obwohl, so ganz schwach kann man das nicht bezeichnen. Aber komm, mach ein Tor und er macht's. Messi. Ja, jetzt ist wirklich vorbei. Kannst auch. Dafür braucht es eben eine konzentrierte Leistung von Anfang bis Ende und genau die zeigen sie. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Die Maria. Schade. Ich gehe jetzt auf Fernschüsse. Komm. Ja, defensiv. Higuain jetzt. Vielleicht geht das was. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Der ist jetzt. Schade.
Schade. Angel Di Maria. Lionel Messi. Ah. Ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Ein wenig ist die Luft raus aus dieser Partie. Der Spielstand ist eindeutig und so warten hier beide Mannschaften auf den Abpfiff. Da trennt er ihn vom Ball. Higuaín. In der Mitte ist Higuaín. Super Aktion, gut geklärt. Schwache Aktion, Ballverlust. Und nun ein Schuss. Abseits. Was für ein Glück, der wird durchgewischt. Abseits. Drei Minuten geht ja noch. Kann man machen, muss man aber nicht. Klasse Einsatz, faires Technik. Higuaín. Oh, Higuaín mit Druck. Komm vorbei. Higuaín. Ist gut, war ein gutes Spiel. Sage ich tschüss, haut da rein. Wir sehen uns im nächsten Spiel wieder.